Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit unserer F1 2018 Karriere. Ja. Und nein, falls ihr euch gedacht habt, die habe ich jetzt abgebrochen. Nein, habe ich natürlich nicht. Die ist natürlich immer noch hier ganz wichtig. Also was heißt ganz wichtig, aber ist halt immer noch fest. Aber ich danke halt meinem Kanal jetzt F1. Und ja. Laden. Genau, und dann ich gehe jetzt. Es stand jetzt 18. Schlechte unser Teamkollege. Ja, wir fahren jetzt erstmal auf 95er KI Geschwindigkeit. Ja, aber schauen wir auf jeden Fall mal die Reifenaufteilung. Okay. Also so will ich ja mal nicht mal hier so ausgewogen auch. Ja, und ich gehe jetzt dann normalerweise gleich ins Training. Und dann sollten wir uns wieder im Qualifying sehen, aber ich war schon lange nicht mehr in der Karriere drin. Ich weiß gar nicht mehr, was bei uns jetzt so abgeht. Also können wir irgendwelche neue Teile montieren. Irgendwas. Okay, wir haben auf jeden Fall drei neue Nachrichten. Also teilen und hier können wir keins. Ziel-Update. Okay, also wir müssen pro Wochenende zwei Trainingsprogramme abschließen dann. Vier Trainingsprogramme. Mein Wert ist nur dicht über dem Vertragswert. Aber da haben wir auch im letzten Rennen, glaube ich, war es erst, den Vertrag verlängert. Hier. Wir sind noch ein drittschlechtes Team. Genau, wir sind ja jetzt vor Red Bull, Toro Rosso, Honda und nähern uns McLaren. Okay, ja, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Hier gesamte Abnutzung liegt bei 32%, aber hier auf jeden Fall 39%, 33%, 31%, 24%. Turbolader liegt bei 37. Ja, okay, also da werden wir auf jeden Fall. Ich denke mal. Jetzt noch die einen dann gleich von Ende aushalten. Und dann sage ich jetzt, wir sehen uns wieder im Qualifying. So Leute, dann sind nein. Jetzt bin ich ins zweite Training gegangen. Props gehen raus an mich. Aber springe ich jetzt. Nein, doch, nee, Alter, jetzt läuft gerade alles schief. Halleluja. Ja, jetzt läuft gerade alles schief. In die Garage. Und dann gehen wir gleich ins Qualifying, weil da wollte ich eigentlich hin. Also ich habe jetzt erste Training, ich war fünfter sogar, genau, ich war noch vor Ricardo. Aber ich bin mit Super Softs gefahren. Mein Teamkollege war eine Sekunde langsamer mit Softs. Also eigentlich Spanien liegt mir nicht so sehr, aber Leute, vielleicht ist hier doch was drin. Ja, wir haben wir ja schon gelesen. Ach so, doch haben wir. Dann jetzt schauen wir uns das mal an hier. Nun, angesichts der vielen Runden, die wir bei den Tests gedreht haben, weißt du vermutlich schon alles Wichtige über die Strecke, oder? Aber trotzdem will ich es nicht versäumen, die Kurve 7 und Kurve 9 zu erwähnen. Der Wagen wird in der 7. Kurve sich um die eigene Achse zu drehen. In so ziemlich jeder Runde. Also bereite dich darauf vor, und wenn du die Einfahrt in die Vollgas-Rechtskurve Nummer 9 verpasst,
dann nimm Frühtempo raus, wenn du das Gas, wenn du Gas gibst natürlich, obwohl du vor der Linie abkommst. Alter, was habe ich heute mit dem Lesen, ey? Wenn du Gas gibst, obwohl du von der Linie abkommst, landest du geradewegs im Kreis. Es gibt zwar einen Fluchtweg, aber der hat seit 1994 keiner mehr benutzt. Also erwartet nicht allzu viel Grip. Ja, okay, also wir sind auf jeden Fall Team. WM sind wir sogar Platz 8. Okay. Schaut es nicht aus, ja. Okay, mit 6 Punkten. Wer hat die 6 Punkte geholt? Wir 0. Ja, wo zum Teufel? Ach so, da, das wird. Okay, unser Teamkollege hat alle 6 Punkte geholt. Dann wird es hier doch mal Zeit, dass wir hier dann unsere ersten Punkte in unserer Formel 1 Karriere holen und die ersten Punkte für unser Team. Genau. Und wir sehen uns dann bei der ersten Runde. Okay. Also ich gehe jetzt zur Strecke. Und ja, dann legen wir mal los. Also das ist so ein bisschen meine Hasskurve, da komme ich immer sowas von raus. Aber mein Ziel ist es jetzt auch erstmal vielleicht schauen, dass wir in Q2 kommen. Und dann im Rennen schauen, dass wir am Start ein paar vorbeikommen. Dann vorne hauen sich noch ein paar raus. Also schieben die noch ein paar ab, dann sind wir... haben wir vielleicht sogar Chancen auf Punkte. Also nächste Rennen Monaco auf jeden Fall sicher keine Punkte. Monaco liegt im Auto schon mal nicht und ich Monaco, da bin ich einfach, ist meine schlechteste Strecke, bin schlechter wie in Singapur. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall nichts erwarten. Außer vielleicht das einzigste, was ihr erwarten könnt, ist vielleicht ein Crash. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall, dass das auch nicht passiert. Da mussten wir ziemlich lenken. Aber bislang habe ich so das Gefühl, dass wir auf einem ziemlich, das heißt guten Weg, aber wir gar nicht mehr so schlecht dran sind. Halbe Sekunde langsamer wie Vettelstand jetzt. Und das wäre bislang sogar sehr, sehr gut. Ein letzter Sektor, wenn die eine Kurve nicht wäre, dann würde mir der letzte Sektor sowas von liegen. Mit den zwei Kurven, da bin ich immer richtig, da bin ich, zumindest in Rennstrategie und Qualifying Tempo habe ich dann mal Ultra Zeit gewonnen. Okay, und jetzt? Okay. Ja, gut, ich sag nichts. Gut, wir sind auch ein paar Mal ziemlich rausgekommen. Muss man dazu sagen. Ich gehe jetzt gleich auf noch eine schnelle Runde. Ich frage mich, ob das ERS ausreichen wird. Daran habe ich definitiv meine Zweifel. Naja, ich gehe jetzt einfach mal in die Garage, weil das ERS wird niemals ausreichen für die Runde. Und dann am Ende ohne ERS können wir eh keine gescheite Runde machen. Nehme jetzt einfach neue Reifen, weil der ist eh für Q1 noch gedacht, weil ich denke mal Q3 werden wir eh nicht kommen und wenn wir dort hinkommen sollten, dann würden wir eh letzte sein. Okay, und dann legen wir hier mal los. Ich finde es halt so blöd, meine Hasskurve ist mal am Start immer von jeder fliegenden Runde. Okay. Letzte Kurve. Guten Ausgang erwischen, haben wir voll verkackt. Aber mal schauen. Ja, leck mich doch am Arsch. Hat uns diese scheiß letzte Kurve Zeit gekostet. Aber wir sind bislang schneller wie Ocon. Okay. Und der fährt mit den gleichen Reifen. Das ist eigentlich sogar relativ vielversprechend. Aber die Runde ist einfach nicht vielversprechend.
Die Runde kann ich komplett vergessen. Es kommt jetzt für den Arsch. Was hat er gesagt? Zwei Runden kann man mit dem Benzin noch aus, glaube ich. Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Weil jetzt ist die Runde eh voll für den Arsch. Die Runde kann ich eh schon was von vergessen. Mager. Können ihr es anfassen und dann probieren wir es nächste Runde mit einer neuen Runde. Schauen wir noch ein bisschen Motor DRS deaktivieren. Wissen halt schon, dass wir jetzt 100 fast werden wir hier wieder ausgebrochen. Okay. Ich mochte es. Bleibt jetzt einfach stehen, eisekalt. Okay. So können wir auch einen relativ guten Ausgang erwischen, sage ich mal. Nee, eher nicht. Okay, aber die Kurve haben wir relativ, die ersten Kurven haben wir relativ gut genommen. Die Kurve auch, oh nee. Die Kurve war ja, ach nee. Alter, ich muss wieder in die Garage, ey. Alter, no, Leute. Ich gehe jetzt No Risk, No Fun. Ich nehme ja den nächsten Reifensatz. Was? Das war kein Rennen, aber ja, wenn ich mir das so anschaue, ich gehe jetzt nicht auf eine neue Runde. Ich sehe jetzt erst gerade, es war eigentlich eine fantastische Zeit. Wir sind 4 Plätze vor unserem Teamkollegen. Und 6 Zehntel schneller wieder und ich... Warte mal kurz, Leute. Ich fahre nicht auf 90 wieder, oder ich fahre auf 95. Ich fahre auf 95, ja. Die Strecke liegt mir eigentlich überhaupt nicht, aber... Alter, ich nehme es gerne an. Oh, Charles Leclerc bis auf das 19. Jahr abgerutscht. Aber wir sind hier um Q2. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, genau. Wir sind auch in Q2 und Q3. Wir könnten 4 Zehntel schneller, also fast 5 Zehntel schneller fahren mit dem. Und dann wäre sogar Q3 drin. Und dann habe ich für deshalb, fürs Q3 halt die Softreifen, oh nein. Aber in Q3 werden wir eh nicht. Wenn wir dann, wenn dann eh nur 10 paar. Es ist mit dem Training so immer passiert. Und hier geht's weiter. Aber auf jeden Fall, es muss ein richtig guter Ausgang aus der letzten Kurve werden. Ab hier muss es jetzt optimal laufen. Ich habe das Gefühl, es war eigentlich relativ gut. Okay. Ach genau, und was ich sagen wollte, vielleicht würde es bald geben, dass er mich immer oben rechts oder keine Ahnung, wo ich mich dann hin tue. Seht bei meinen Videos, das heißt Layout, dafür es wird aber dann viel Arbeit sein, weil ich bekomme bald so einen Selfie-Stick zum Geburtstag. Ja, bald. Und dann bekomme ich den und dann filme ich mich währenddessen, dass ich dann zocke und dann nehme ich beides auf und dann kopiere ich das halt auf so einen USB-Stick und dann schicke ich es auf die PlayStation und dann haben wir das Ganze, genau.
Aber ich kann, aber ich verspreche auf jeden Fall hier, also ich will euch jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich sag's mal so, es könnte auf jeden Fall sein. Und das war ganz, ganz. Ja, ich denke mal, war solide die Runde. Okay, Daniel, wie gerade fährt eine 1,19. Ich gehe jetzt mal in die Garage. Okay. Okay, jetzt schauen wir uns mal die. Oh, leck mir, wir sind auf Platz 11 von 12. Ja, ich spule es mal ein bisschen Zeit vor. Aber da ist, denke ich mal, da ist doch noch was drin für uns, Leute. Oder was sagt ihr? Soll ich nochmal auf eine Runde gehen? Soll ich's riskieren? Ja, also ich würde jetzt einfach nur sagen, no risk, it's no fun. Und ich starte jetzt hier mal rein, Alter. Vielleicht erreichen wir Q3. Oder, also Q3 will ich eigentlich sogar gar nicht erreichen, weil dann haben wir Rennstrategie dann bei uns richten können. Wäre nicht richtig eine, keine richtig gute für uns selber entscheiden. Und dann haben wir einen bestimmten Reifensatz, mit dem wir starten müssen. Und ja, vielleicht so Platz 11 wäre natürlich der Traum, aber ich sag mal so Platz 13. Oder so Platz 12, Platz 13 vor. Wer drin und wer absolut geil. Jetzt müssten wir hier stark auf die Bremse treten. Das hat einen Zehntel gekostet, fast sogar zwei. Ja, jetzt sind nur zwei Zehntel im Plus. Zweieinhalb. Drei Zehntel im Plus, okay, die können. Können wir vergessen. Aber wenigstens jetzt und nicht dann irgendwann am Ende vom dritten Sektor oder so. Und einen Schuss werden wir dann wohl noch haben. Okay, also Ocon ist stand jetzt vor uns. Und jetzt. Oh, leck mich. Okay. And let's go. Aber in den Start absolut scheiße. Ich meine, der ist absolut scheiße gemacht haben. Aber jetzt muss hier mal eine gute Runde noch mehr setzen. Come on. Auf geht's, Leute. Ja, wieder absolut scheiß Ausgang hier erwischt, aber vielleicht haben wir noch kleine Chancen. Jetzt ist nur noch ein Zehntel. Jetzt haben wir erstmal ein Zehntel aufgeholt. Oh nein. Na, jetzt können wir die Runde vergessen. Okay, ich gehe in die Garage. Mit Platz 14 bin ich eigentlich auch richtig zufrieden. Sind vorne McLaren, die eigentlich sogar vor uns sind. Okay. Oh, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir Platz 15, aber es sind trotzdem letztendlich vier Plätze vor unserem Teamkollegen. Brandon Hartley ist auch hinter uns, also die Rivalität, ne? Da führen wir auf jeden Fall und das ist gut. Okay, also, ich habe jetzt nur ein bisschen einen Cut gemacht, aber hier jetzt können wir uns das nochmal anschauen. Also einmal hier. Ja, okay, also ich führe ja mit Charles Leclerc hat es natürlich jetzt eine Ziehung, aber auf jeden Fall schon mal einen Fortschritt, sage ich mal. Ja, moin, da muss ich dann aufdrehen und hört auf zu reden. Viel Glück.
Okay, das mit der Flüssigkeit stimmt auf jeden Fall. Oh, der Wert ist hier gestiegen. Wir gehen auch immer mehr schon zum Veteran über, okay. Ja, moin. Ich würde mal sagen, dass wir nach dem Rennen noch ein Upgrade machen. Und ich gehe jetzt ins Rennen. Let's go, Leute. Let's go. Alles klar, meine Damen und Herren. Dann starten wir jetzt hier mal ins Rennen rein. Also auf jeden Fall. Ja, obwohl, nee. Ja, wie auch immer, hier. Ja, also, wie ihr wisst, habe ich mich auch Mr. Monaco genannt. Eigentlich ziemlich doof, weil ich bin absolut scheiße in Monaco. Ja, aber egal. Okay, Rennstrategie ist. Ja, okay, auf jeden Fall. Ida. Ista. So, also personalisiert wäre ich 3 Zehntel und schneller letztendlich. Ja, das hat sich ja mal rentiert, aber ne, jetzt kann ja am Ende kann das ja wirklich das Entscheidende sein. Scheiße an den Start versaut. Aber jetzt schaue ich hier mal irgendwie so innen ein bisschen reinstechen. Pablo. Junge. Junge! Junge! Alter, ja. Ja, die mir jetzt nicht bieten, die Session starte ich jetzt ganz einfach mal neu. Ach, leck mich da am Arsch. Okay. Wir sind Platz Nummer 15. Charles Leclerc ist jetzt auf Platz 17 vor. War kurzzeitig ja auf Platz 16 gerade, glaube ich. Ja, weil er war hinter mir. Hat zumindest das Spiel so angezeigt. Okay, ja, auf jeden Fall Start. Die Kurven immer sehr schwer zu nehmen. Also was heißt schwätzen, ja, muss halt immer sehr früh auf die Bremse steigen. Ja, hier Kurve 9 sollte man eigentlich Vollgas nehmen. Können wir aber nicht. Oh! Ja, Junge, nee. Das lasse ich mir jetzt ganz ehrlich nicht gefallen. Ich wollte zwar keine Sofortwiederholung nehmen, aber wenn einfach die asoziale KI einem hinten einfach so drauf fährt, dann sehe ich da jetzt ganz ehrlich auch nicht ein.
dass ich keine Sofortwiederholung hernehme. Falls es gemerkt hat, er hat mich gerade schon wieder weggedreht, aber ja. Come on, Gasly hat doch hier den viel schlechteren Motor. Scheiße. Ja, ich glaube jetzt kann man sagen, Grosjean geht vorbei, aber wir stechen zurück hier. Gasly können wir doch holen mit unserem Top Speed gegenüber dem Honda Top Speed. Ferrari versus Honda. Also von dem her sagt doch schon mal alles aus. Oh. Ja, mich juckt das mal. Aber starkes Überholmanöver gegenüber Pierre Gasly. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ja, Reifen ist mal komplett am Arsch. Hier schon bei 12%. Jetzt müssen wir wieder den Anschluss an die hier vor uns finden. An Ocon und... Warte, Dollung ist bei im Business. Ja, weil diese Kurve, ey. Also, ich sag mal, Spanien, Monaco werden die zwei Strecken sein. Und Singapur wahrscheinlich noch. Da, wo ich am meisten sofort Wiederholung hernehmen werde. Also, weil diese Strecken sind, die ich am meisten hasse und die ich am wenigsten kann, sag ich mal. Okay, aber come on. Jetzt hier können wir doch aufholen. In diesen schnellen, also nicht schnellen, aber dicht aneinander liegenden Links-Rechts-Kurven. Oh! Hä? Okay, passt wieder. Leclerc ist auf Platz 14 vorgerückt, wird auf Platz 13. Geil. Lull. Runde 6 bis Runde 9. Ja, merci dir Gott, halt, dass diese Reifen noch halten. Normalerweise sollten wir so bei 50% sein. Ja, obwohl wir sind jetzt eigentlich schon eine Stunde 3. Dann tippe ich mal so. Also ich tippe jetzt mal so bei 34 bis 40%. Okay. Und DRS bekommen wir von Ocon. Das ist Ocon, sage ich schon mal. Nee, aber Ocon, aber das ist wichtig, Junge. Holy shit. Sind wir da jetzt rangekommen? Sind Punkte hier drin? Fragezeichen. Sind Punkte hier drin? Also es müsste doch irgendwie... Ja, Leclerc. Der ist angeschossen gekommen. Kann man, denke ich, mal so ausdrücken. Okay. Es, aber hier, mein Problem ist halt... Vermute mal, Charles Leclerc bekommt hier die bessere Strategie als wir und dann wird uns wahrscheinlich bedeuten, wir werden letztendlich am Ende des Rennens in dem landen. 27% haben die Reifen. Halleluja. Okay, aber an Ocon auf jeden Fall. Ah, ich sag die ganze Zeit Ocon. Was ist los mit mir, ey? Ich meine natürlich Ocon. Schlitzer. Grober Schlitzer. Magnussen. Und, Alter, das muss ich mir jetzt hin mal anschauen. Magnussen und
Van Dorn. Ich schaue mir mal aus der Perspektive von... Ach, obwohl, Leute, ich lasse so laufen. Hä? Blockierende Räder bei Magnussen. Stoffel van Dorn will einlenken. Magnussen auch, aber sein rechter Vorderreifen blockiert. Und... Okay, und jetzt nochmal aus der Sicht von Magnussen. Hier können wir auch den Vorderreifen viel besser sehen. Ja. Blockiert. Er will nach links. Aber... Dann geht er wieder, okay. Goal ist klar. Ja, das ist natürlich... extrem bitter hier, aber also ich meine für Magnussen und Van Dorn, aber gut für uns, denn was mir gerade auffällt, wir sind gerade in den Punkten, Leute, wir sind gerade tatsächlich auf Punktekurs, 2 Punkte. Was, wie kommt der so angeschossen, ey? Heilige Scheiße, ist das Gott oder ist das Ocon? Wie der da angeschossen kommt. Heilige Scheiße, aber Punkte hätten wir stand jetzt immer noch. So. Langsam müssen wir ES-Einsatz auch reduzieren, aber da bleibt uns noch ein bisschen Zeit. Hey, Magnus, im Laufen hinten sagen, hallo, wir haben den gleichen Motor da hinten. Heilige Scheiße. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall mal pushen, ne? Gut, Reifen sind halt nicht mehr gerade die besten, ne? Ne. Würde ich halt mal sagen, aber wen interessiert das schon? Wir müssen jetzt diese unterste Runde noch aushalten, ne? Und dann ist ja unser Boxenstopp. Ja, da sind die hinter mir natürlich lang gekommen. Und Charles Leclerc ist auf Platz 12. Also Stoffel van Dorn hat da wohl entweder einen Schaden dadurch gezogen oder die Frontflügelschaden oder... Okay, Magnussen ist in die Box eingebogen. Okay, Leclerc jetzt stand jetzt, wenn wir halt einfach bei den Punkten. Holy shit, Verstappen kommt einfach mal vor mir drauf und hatte schon seinen verdammten Boxenstopp und ich noch nicht. Gut, hier hinten war halt auch ziemlich viel die ganze Zeit los, sage ich mal. Jetzt fahre ich mal hier wieder auf Mittel. Aber setzt mal wieder. Dann fahre jetzt mal auf Mittel. Und ich drehe mal den Motorensound hier ein bisschen lauter. Ist ja immer noch nicht laut, aber... Also ihr könnt ihn wahrscheinlich immer noch nicht hören, aber ich mache mal noch ein bisschen lauter. Okay. Kurve 9, Vollgaskurve. Okay, also diese Runde geht's für mich an die Box. Die nochmal hier abfliegen. Das dürfen wir uns jetzt nicht erlauben. So, ich war gerade so hier beschäftigt. Ich habe nicht dran gedacht, dass der Videoclip zu Ende. Ja moin. So was Wiederholung liegt nämlich hier eigentlich an dem scheiß Videoclip. Alter, wo ist da zum Teufel eigentlich die Begrenzung? Da. Ja, relativ solide, sage ich mal, sind wir hier reingefahren. Gasly hinter mir, wir sind letzte Boxen-Crew. Heilige Scheiße, sind wir weit hinten. Oh, das hat der Gas...
ist hinter mir. Achso, scheiße. Hey, 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 viel zu spät, viel zu spät. Und Van Dorn ist wieder vor uns hier an der Stelle. Und zwar ziemlich weit vor uns. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder ERS-Einsatz. Aber vielleicht sind noch Punkte drin. Wir haben jetzt dann die frischeren Reifen um eine Runde. Also sogar mehr Runden. Das nutzen wir jetzt hier einfach auch irgendwie dann mal aus hier. Also gerade müssten wir ja rankommen. Wir sind halt insgesamt 2 Sekunden. Teamkollege ist jetzt an der Box. Und sie, vor dem werden wir definitiv natürlich nicht rauskommen. Ist ja eigentlich klar. Nachdem Boxenbegrenzer Ding. Ja. Fast wäre nur abgeflogen. Obwohl. Da kommt Charles Leclerc raus. Wenn wir jetzt ganz spät auf die Bremse steigen. Charles Leclerc! Alter, Charles Leclerc, das werde ich dir nie verzeihen. Definitiv nicht. Wir werden hier in dieser Karriere keine Freunde mehr. Also vielleicht schon noch irgendwann mal, aber so schnell nicht mehr. Alter, der bremst mich hier voll aus. Weg mit dir. So. Jetzt haben wir ihn. Das kann er nicht mit Stroll und Co. da hinten abfassen. Ah, super. DRS plus Windschatten ist gleich rankommen. Aber ich habe jetzt 3 Sekunden aufzuholen auf Van Dorn. Der auf Platz 12 ist. So, und ich schaue jetzt aber mal nach. Muss, bei der Rennleitung, muss hier noch irgendjemand an die Box? Nein, es waren schon alle vor uns an der Box. Also, einziges, was uns jetzt noch in die Punkte tragen könnte, wäre irgendwie vor einem Massencrash. Und daran glaube ich jetzt eher mal nicht. Ich fahre jetzt hier Kampflinie. Aber der kommt so angeschossen. Oh, da müssen wir hier. Es hat ihm Zeit gekostet, aber uns halt leider auch. Gegenüber Stoffel Van Dorn. Ah, 3,6 Sekunden sind es jetzt schon. Also der Vorsprung steigt. Wir müssen halt hier auf den Geraden. Sollten wir eigentlich immer rankommen. Und Spanien ist eher so eine Top-Speed-Strecke. Als so eine Gurkenstrecke. Von dem her. Vielleicht ist noch was drin. Also nicht mit Punkten wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt hier 4 Zehntel aufgeholt. In einem Sektor. Sektor 2 ist halt hier der Top Speed Sektor, sag ich mal. So. Fahrer vor mir. Oh nee. Schon wieder Leclerc. Dich krieg ich schon wieder. Oh. Scheiße. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt.
Charles Leclerc, dich bekomme ich schon noch. Irgendwann, aber nicht mit solch groben Schlitzern. Nicht mit solch groben Schlitzern, das müssen wir eher nach hinten schauen, glaube ich sogar. Obwohl, nee, müssen wir sogar, denke ich mal. Wir können, denke ich mal, hier noch irgendwann Charles Leclerc angreifen. Er hat halt eine Runde frischere Reifen. Bisschen die, bisschen Windschatten meine ich natürlich noch mitgenommen. Ich hab dich schon so viel Energie zurückbekommen, was willst du? Schon sind wir nicht mehr im DRS-Fenster. Ja, vielleicht können wir irgendwann im Laufe des Rennens noch Stoffel van Dorn gefährlich werden, oder besser gesagt Charles Leclerc. Dann schieden die sich irgendwie ab. Aber Charles Leclerc ist hier leider Gottes, so wie scheint, doch der bessere Fahrer. Ja, obwohl bessere Fahrer möchte ich gar nicht sagen, aber er hat einfach doch noch das bessere Auto, weil er Fahrer Nummer 1 ist. Und das ist halt hier sein Vorteil. %, 6 Runden noch. Charles Leclerc. Irgendwie will ich den trotzdem noch bekommen, aber so definitiv nicht. Was mich auch mal interessieren würde, und da schaue ich jetzt gleich mal nach, nämlich Rennleitung. Was für Zeiten fährt denn Stoffel van Dorn? 1,24,7 war die letzte. 1,24,6. Oh, ja, okay, dann bin ich nicht mehr, denke. 1,24,6 und 1,24,7. Vielleicht kann ich die beiden noch irgendwie einholen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch funktionieren wird. Holy shit, Magnussen kommt hinter mir angeschossen. Halleluja! Dann mit Platz 14 wäre ich eigentlich auch zufrieden, dann hätten wir auch einen Platz gewonnen. Aber wir wären halt dann hinter Charles Leclerc. Und in der Rivalität wäre dann auch Charles Leclerc vor uns. Nein, 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 bitte nicht, du lieber Gott, verschone nämlich. Kampflinie müssen wir hier gehen. Hier innen reingestochen. Sorry, Magnussen, aber Lewis Hamilton ist aus dem Rennen. Sowas hab ich gehofft, auf sowas habe ich gewartet, dass einer von denen ganz vorne aus dem Rennen ist. Alter, das Beste wäre halt jetzt einfach Safety Car, Leute. Safety Car und ich wäre vielleicht sogar gerettet. Dann würde ich wahrscheinlich, ne, obwohl dann die Box gehen würde ich nicht mehr, weil es würde sich nicht mehr rendieren.
Da haben wir ihn, okay. Wenn wir auf Platz 13 stand jetzt. Okay, ich mache jetzt einfach auf der Gerade. Oh nee. Das war da gerade umgestanden für war. Ja, okay, Verwarnung. Kann ich ganz ehrlich mit leben. Aber Charles Leclerc werden wir definitiv nicht mehr einholen. Ja, aber die Reifen sind jetzt auch schon hin. Und Charles Leclercs, also Leclercs Reifen sind halt ein. Eine Runde frischer einfach und das wird hier wahrscheinlich jetzt auch den Unterschied machen. Hat er jetzt 6 oder 4 Zehntel für mich gewonnen in einem Sektor? Also ich meine, er fährt besser wie ich, ja, das weiß ich ja, aber so sehr. Holy shit. Holy shit. Und ich kann es ihm hinter mir halten. Ich kann sie Stand jetzt noch hinter mir halten. Aber jetzt kommen sie mit DRS angeschossen. Und Windschatten auch. Windschatten und DRS, Hilfe! Gott, erbarme mich. Komm on, aber jetzt muss ich bis zum nächsten Startziel, dass ich mich jetzt richtig absetzen kann. Also wenigstens rankommen kann man dann von mir aus. Aber vorbei komm nicht. Aber die Charles Leclerc KI ist echt heftig, muss ich sagen. Alter Startziel, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie dieses Startziel jetzt dann wird. Die Frage ist halt, wie weit ist er dann weg von mir? Muss ich ihn dann ziehen lassen oder kann ich dann nochmal angreifen? Weil ich denke mal, wir wissen alle, dass er das schnellere Auto hat und dass er entweder, also sehr wahrscheinlich hier irgendwann vorbeikommen wird. Ja. Schaut euch den Überschuss einfach hier an. Jetzt muss ich auch noch mit dem gelben Frontflügel fahren. Und jetzt ist auch noch Brandon Hartley da. Aber solange es nur einer ist. Holy shit, Alter, wenn ich das verteidigen kann. So, jetzt DRS. Wir haben dafür halt den besseren Motor. Aber durch der Toro Rosso kommt mit seinem Monomotor hier doch ziemlich ran, ne? Nein, 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 nein. Holy shit. Das sah gerade so gruselig aus. Nein. Nein. Alter, dann nehme ich jetzt sofort Wiederholung. Hundertprozentig. Aber
Wegdrehen dürfen sie mich dann auch schon nicht. So, Pierre Gasly jetzt. Aber die schnappe ich mir auf Startziel. Nein! Holy shit, das ist ein Fehler, das war. Komm, alle, eigentlich möchte ich ja jetzt, dass du vorbeigehst. Aber das... Ich... Och nee, ey. Geh doch vorbei, ey. Jawohl, so ist, finde ich, perfekt. So, warum... Was, als ob Magnussen jetzt schon wieder hier ist? So, the last one. Das kann ich sogar, denke ich, auf überholen fahren. Come on, Leute. Ich will mir doch bloß diesen verdammten 13. Platz verteidigen. Max Verstappen ist jetzt schon im Ziel. Und Leclerc ist ein Jahr vor uns. Ja, ich weiß, dass der Tank leer ist. Alter, Leute. Holy shit, nein, Magnussen, bitte nicht. Bitte verschone mich. Scheiße. Jetzt kommt gleich meine Hasskurve. Aber wenn ich die so überstehe wie jetzt gerade, dann denke ich, kann es jetzt sein, dass ich dieses Rennen überstanden habe. Ja. Come on, bitte. Bitte. Letzte gerade nochmal Hotlap und ich hab's geschafft, Leute. Oh, holy shit. Holy shit. Also auf jeden Fall, Leute. Wenn ihr mehr solche spannenden Rennen sehen wollt und jetzt wieder richtig oft die F1-Karriere sehen wollt bei mir auf dem Channel, dann schmeißt den Daumen rein. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst ihr gefälligst auch ein Abo da. So. Sie hatten ein knappes Rennen mit Charles Leclerc, nicht wahr? Etwas zu knapp, er ist mir ziemlich auf die Pelle gerückt. Wir treiben einander stets dazu an, bessere Fahrer zu werden. Fairness erhöht. So, das war mein Fehler, es tut mir leid. Ich hatte freie Fahrt, Kevin hat sich falsch angestellt, ja. Ist mir jetzt egal, aber stimmt auch irgendwo. Das muss ich aber zugeben, das war wirklich Magnussens Schuld. So wie ich das jetzt erkennen habe. Wenn ihr es anders seht, dann schreibt es gerne in die Kommentare, oder? Ja, okay, also Wert auf jeden Fall jetzt richtig gestiegen, ne? Sagen wir, sind wir eigentlich... Ach so, wir sind erster Fahrer. Oh. Ja, aber hier können wir auf jeden Fall noch Upgrade machen. Vielleicht Aerodynamik.
Okay, dann mache ich. Hier ist auch Entwicklung im Gange. Hier könnte ich halt was machen. Dann wären wir halt schneller wie Hasen. Das wäre cool. Ja. Okay, dann nehme ich. Obwohl, wisst ihr. Naja, obwohl, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Genau. Ja, das soll es dann von Kai. Ja. Warten mal. Hey Leute, ich mach so. Ich lasse ab sofort hier die Ö. Naja, obwohl, ich lasse die hier ab sofort immer heraus, ne? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Beim großen Preis von Monaco. Bis dahin, haut rein!